Erstmal ist es ja eine großartige Sache für die Patienten. Hepatitis C ist heilbar geworden. Man kann das Virus, das die Leber ruiniert, bekämpfen. Und davon können möglicherweise 500.000 Menschen allein in Deutschland profitieren. Aber wer noch mehr profitiert, ist das US-Pharmaunternehmen Gilead. Sage und schreibe, 12 Milliarden Dollar Gewinn hat man im vergangenen Jahr gemacht. Kein Wunder. Man produziert die Pille für 2 oder 3 Euro und verkauft sie für 700. Nur damit keine Missverständnisse entstehen, das zahlen wir. Die hohen Medikamentenpreise bringen unser Gesundheitssystem längst in den Schmerzbereich. Wie retten wir unsere Gesundheitsversorgung? Wie legen wir Big Pharma an die Leine? Das sind die Fragen, denen wir im heutigen Nano-Spezial nachgehen. An diesem Ort wird mit Ihrem Geld gezockt. Branchengewinner 2014, Firma Gilead. Der Pharma-Riese konnte seinen Aktienwert in nur 6 Monaten verdoppeln. Milliardenbeträge fließen in die Taschen der Aktionäre. Geld aus Beiträgen öffentlicher Krankenkassen. Durch Höchstpreispolitik. Denn Gilead brachte eine neue Pille auf den Markt. Der Handelsname Sovaldi. Sie verspricht, das hartnäckige Hepatitis C-Virus endgültig zu vernichten. Heilung ohne Nebenwirkungen, heißt es. Mit dieser Botschaft scheffeln sie ein Vermögen. Mit ihrer 700-Euro-Pille erntet Gilead einen Sturm weltweiter Entrüstung. Pro Packung kostet die Behandlung stolze 20.000 Euro. Bei einem reinen Herstellungspreis von gerade mal 2 bis 3 Euro pro Pille. Und nicht nur das. Sovaldi muss auch noch mit anderen Wirkstoffen kombiniert werden. Das summiert die Gesamtbehandlungskosten auf über 125.000 Euro pro Patient. Ein Preis, der alle bisherigen Therapiekosten in den Schatten stellt. Die Krankenkassen mussten für 2015 1 Milliarde Euro zusätzlich einplanen, nur für Hepatitis C-Medikamente. Der AOK-Bundesverband ist empört. Das bringt Solidarsystemen an die Überforderungsgrenze. Und die ersten Konkurrenzprodukte, die auf dem Markt sind, sortieren sich auch in diesen hohen Preiskategorien ein. Was aber rechtfertigt den hohen Preis? Wir fragten beim Hersteller nach. Eine Antwort bekamen wir nie. Klar ist, Gilead hat investiert, aber nicht für Forschung und Entwicklung. Umgerechnet 9,8 Milliarden Euro zahlten sie für das Patent und kauften die Entwicklungsfirma gleich mit. Gileads Preisstrategie ging auf. In nur einem Jahr holte sie ihre Investition zurück. Jetzt geht's ans Verdienen. Die Rabattverhandlung Anfang des Jahres tat Gilead nicht weh. Der neue Preis liegt immer noch bei rund 500 Euro. Immer mehr Präparate erobern den lukrativen Markt. 5 sind bereits zugelassen. Per Gesetz dürfen die Hersteller den Preis diktieren. Neue Regeln müssen her. Wir reden über die einzelnen Präparate in Verhandlungen, nachdem sie auf den Markt sind. Und in den ersten 12 Monaten können die Hersteller den Preis selbst festsetzen. Und Gilead für Sovaldi hat das getan, einen extrem hohen Preis festgesetzt, um die Lücke in diesen ersten 12 Monaten auszunutzen, aus rein ökonomischen Gründen. Und da muss unsere Forderung ganz klar sein, und die lautet auch so, diese Lücke muss zu. Die Preise müssen im Zweifel rückwirkend ab dem ersten Tag der Zulassung gelten, nämlich die verhandelten Preise, nicht die von den Herstellern selbst festgesetzten. Was zusätzlich zur Kostenexplosion führt, es wird immer mehr verschrieben, bis zu 4.000 Rezepte monatlich. Dabei profitiert nicht jeder von den neuen Pillen. Denn das Hepatitis-C-Virus ist nicht bei allen Patienten gleich. Es verändert sich ständig. Langsam zerstört es die Leberzellen, verursacht Leberkrebs. Die neuen Wirkstoffe können den Prozess beenden, vorausgesetzt, der Virustyp ist bekannt. Auf Sovaldi sprechen nur rund 7% der Patienten an. Wie kam es da zum Milliardengewinn? Die Patienten machen Druck, die Ärzte wollen helfen, verschreiben die neuen Mittel, selbst bei geringer Heilungschance. Verständlich, so Dr. Dietrich Hüppe. Er hat an den Therapieleitlinien mitgearbeitet. Für ihn ist die Hepatitis C schon fast ausgerottet. Wir sind alle sehr froh, dass wir diese neuen Medikamente haben. Insbesondere wegen der Wirksamkeit, aber auch wegen der Nebenwirkungsfreiheit. Sodass wir definitiv heutzutage jeden Patienten behandeln können. Das ist nicht gleich so. Wir müssen immer den Patienten individuell betrachten, insbesondere Genotypen, also Untertypen des Hepatitis C-Virus bestimmen.
Das macht man im Labor. Und wenn man diese Untertypen bestimmt hat, also sie als Ergebnis vorliegen, kann man eine maßgeschneiderte Therapie kreieren. Darauf hat Harald Reier lange gewartet. Seit 30 Jahren ist der HC-Virus in seinem Blut. Er hat eine Leberzirrhose und Leberkrebs. Er wurde operiert, bekam Interferon gegen die Infektion. Der Krebs ist weg, die Viren blieben. Seit 2 Monaten bekommt er die neueste und teuerste Pille aus dem Hause Gilead, Harvoni. Kostenpunkt 795 Euro. Im Beipackzettel ganz oben ein schwarzes Dreieck. Das bedeutet, das Mittel steht unter Beobachtung. Wir haben ein Register kreiert, um also A, die Behandlungserfolge und B, die Nebenwirkung im Real-Life-Setting, heißt sozusagen in der normalen Versorgungswelt, denn darzustellen. Also da gibt es eine Kooperation mit der Arzneimittelindustrie, die die Hepatitis C-Medikamente herstellt. Und die finanziert die Datenbank. Das weiß auch Uwe D. Er fordert, Pharmahersteller sofort in die Pflicht zu nehmen. Wir werden bei vielen Präparaten ja erleben, dass wir genau die Langzeitwirkung auch erst mit einer langen Zeit erkennen. Und wahrscheinlich werden wir in Zukunft Regelungsmechanismen brauchen, dass die Hersteller auch dafür gerade stehen müssen. Wenn wir zunehmend feststellen würden, dass man sonst in sehr kurzer Zeit seine wirtschaftlichen Strategien fährt und sich dann sozusagen vom Acker macht, dann müsste Politik zwingend handeln. Gehandelt hat die internationale Organisation Ärzte der Welt. Sie klagt am Europäischen Patentamt gegen das Patent von Sovaldi. Denn nicht Gilead, sondern private und staatliche Forschungszentren haben die Entwicklung des Wirkstoffs finanziert. Verliert Gilead seinen Patentanspruch, sinken die Preise. Ein Urteil wird aber erst in 1 bis 2 Jahren erwartet. Harald Reier nimmt sein Mittel seit 12 Wochen. Dass es wirkt, daran besteht kein Zweifel. Er ist aus Laborsicht virenfrei, gilt als geheilt. Nur, ob das so bleibt, kann ihm keiner sagen.